das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist in Arbeit, das haben wir. Wie lange haben wir inzwischen? Aha, 8 Stück, sehr gut. Also tu das da rein. Was? Nein. Ich bin ein Pfosten. Das soll nicht da rein, das soll hier rein. Jetzt fehlen mir 3 Stück. Egal, die sind gleich fertig. Das ist okay. Zeig mir das da. Grünes Pulver und blaue Blöcke und blaue Pellets. Okay. Forder an blaue Pellets, weil die werden alle automatisch wegtransportiert. Da. Gib mir davon ein paar. So, grünes Pulver direkt sollte ich hier sein. Kohle. Ja. Forder an. Die können wir raus. Forder an Kohle. Wofür auch immer wir die Kohle brauchen. Für die Machine Frames? Nö, die können wir uns ja selber abholen hier. Die liegen ja da rum. Schon kann ich alle möglichen Sachen bauen. Truck Factory, Small Arms Factory. Ja, von den Sachen haben wir bisher, glaube ich, nur die Bio-Weapons bisher gebaut. Nämlich die hier. Wie viele von denen? Bauen wir mehr davon. Implanted for Controlling Behavior. Mhm. Oh, blaue Blöcke. Da. Ja, jetzt haben wir aber alles bis auf die 3. Oh. Und noch ein Akkumulator. Was ist ein BCD-Akkumulator? Du bist ein SAA. Du bist ein MAA. MCD. BAA. BCD, da. Brauch nur noch mehr gelbe Kristalle. Wow. Okay. Definitiv High-End-Bereich, würde ich sagen, wenn das so viele Subkomponenten hat. Gut, das ist in der Arbeit. Dann haben wir gleich das. Mit dem Ding haben wir gleich das Gate. Mit dem Gate haben wir das Trade Goods. Und dann kann ich gucken, wie das funktioniert. Derweil bastle ich jetzt die Solarzellengeschichte. Nicht, dass wir das wirklich noch unbedingt brauchen, aber ist doch mal schick, wenn wir noch was aufstufen können später. Das heißt, wir setzen einfach hier dich und dich hin. Das war doch hellblau und dann gleich rot, richtig? Hellblau ist 4, rot ist 5. Gut. Das heißt, du machst jetzt bitte die. Dafür brauchst du grüne Bretter, ein Conduits und Stahl. Das ist ja hier drüben nur keine weißen, sondern grünen. Okay, kopier. Kopier. Dich raus. Dich rein. Gut. Und komm rüber. Beschränken. Und du bastelst bitte die da. Du brauchst nur grüne Chips und Conduits. Okay. Grüne Chips. Conduits. Go. Auch beschränken auf 4. Ja, das war schnell gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch den Upgrade-Planer auch dementsprechend anpassen und hier alles nach und nach aufstufen. Aber ob ich das mache, weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur die Möglichkeit haben, es zu können, falls das hier irgendwann mal weniger wird als 400. Definitiv Rekord. Ich glaube, ich hatte sonst nie mehr als 200 Gigajoule-Puffer gehabt in irgendeinem der anderen Staffeln. Gut, schauen wir rüber zu dem Protoss-Gebäude, das gebaut wird. Da. Was nicht gebaut wird, weil wir immer noch... ziemlich viele Zwischenschritte. Big Advanced Akkumulator. Die sind alle hintereinander, ne? Also wenn man einen von denen baut, kann man damit den nächsten bauen. Was haben wir da? Wir haben einen Small Advanced Akkumulator. Dann haben wir Medium Advanced und einen Big Advanced. Ja, das macht Sinn. Energy Capacity 18 Megajoule. Ja, daran merkt man, dass der Replicator-Mod echt überpowered ist. Weil selbst der große Capacitor von denen hier, also ja, es gibt noch höhere, aber ne, der dritte Capacitor von Yuki ist nur ein kleines bisschen besser als der MK1 von hier.
Ah, ist echt krass. Ich hoffe, in der nächsten Version vom Shadow Mod Pack, das ja schon längst draußen ist, seit Wochen, dass das da ein bisschen besser gebalanced ist alles. Weil es ist schade, wenn ein Mod einfach die anderen Mods sozusagen überschreibt, weil er viel praktischer, einfacher, was auch immer ist, als die anderen. Sollte alles immer schön gebalanced sein, dass es quasi vollkommen egal ist, welchen Mod man benutzt und das nur so eine reine Geschmacksfrage ist. Und nicht, oh, ich muss jetzt, wenn ich schön effektiv sein will, diesen Mod nutzen oder den da. Das ist, nee. Gib mir mal mehr davon. So, oh, das grüne Zeug kann auch noch weg. So, so. Ich brauche kein Silikonkarbid dabei. Ich brauche das nicht. Auch keine leeren Batterienzellen. So, oh, warte, die brauche ich auch für irgendwas? Nein. Die poppen jetzt hier nur immer rein, weil ich die ganzen Zwischenprodukte hier habe. Okay. Was mache ich in der Zwischenzeit? Wir könnten Dinge töten gehen, aber das macht keinen Sinn. Hatte ich noch irgendein Projekt, was ich jetzt so auf halber Backe vergessen habe? Also ich weiß, wir hatten die Kampf-Todeszüge getestet. Ich weiß, wir hatten die Rauswerfkapseln getestet. Die hatten wir recht weit automatisiert. Aber ich glaube, wir hatten nie die höchste Stufe von denen benutzt, oder? Ich glaube, wir hatten da schon vorher mit aufgehört. Das hier sind Frenzy-Kapseln. Was ist die höchste? Frenzy-Kapseln. Hier, gib mir mal 60 Frenzy-Kapseln. Und erforsch mal irgendwas, was mit dem Roboter zu tun hat. Roboter-Damage hatten wir schon gemaxt, glaube ich. Ja, jetzt können wir noch die Anzahl erhöhen, wie viele, einem davon folgen können. Ja gut, machen wir. Und dann schauen wir, ob die blauen Roboter noch irgendwo irgendwas haben leben lassen. Weil hier haben sie vor kurzem schon wieder eine Basis zerstört. Was echt krass ist. Man merkt richtig, hier ist so eine Lücke in den ganzen Gegnerbasen. Zum Kreis um die eine Ecke hier. Also die sind echt krank, die Dinger. Dass man keinen Finger mehr krumm hat. Man muss nur noch loslaufen und die Artefakte einsammeln. So, jetzt schmeiß mal hier die raus, so viel wie du kannst. Jetzt laufen wir da durch. Ah, es ist abgefahren. Lauf mal schneller. Das Einzige, was einem dann auffällt, ist die Laufgeschwindigkeit. Da unten ist eine große Basis. Nee, nicht wirklich. Königin, Könige, alles ist Mansch. Jo. Definitiv krank. Sehr gut. Wusch. Also es ist noch nicht instant. Weil ich denke, wenn man den Follower-Robot-Count auf Max hat, dann wäre es sogar instant tot. Alles. Bis wie geht das? Ah, bis 20. Ah, das ist... Okay. Research, go. Lila Tränke und so weiter brauchen wir gar nicht mehr, ne? Nö. Einfach nach Hause und den Big Capacitor, was auch immer das war, da. BCD, den abliefern. Der hat jetzt allerdings schon ein Capacity Level von MK2. Also MK2 hier. Genau. Also es geht langsam in die Richtung. Dann auch Replicator Mod immer noch völlig überpowered. Da. So, jetzt zeigt mir tolle Trade-Sachen gleich. Du tust das da rein. 3? Achso, ja, stimmt, wir haben ganz viel Zeug. Tu das mal dahin und baue jetzt bitte für mich. Ich brauche mehr Eisen. Okay. Fordere mehr Eisen an. Schmeiß die ganzen Leichen weg, die du gerade eingesammelt hast, warum auch immer du immer alle Leichen einsammelst. Und baue jetzt ein... Oh Gott! Und ich dachte, dieser komische BCD-Akkumulator hat viele Zwischenschritte. Was zum... Das ist nicht lustig. Gib mir... Ja, damit kannst du aufhören. Ich gehe mal ganz kurz zu den Fabriken, die Fabriken bauen und klaue mir da blaue und weiße Fabriken. Vielleicht brauche ich auch nur blaue. Guck mal. Natürlich haben wir keine Zwischenkisten dafür.
So, brich das mal ab. Und Zahnräder wollte ich auch noch. Fordere mal Zahnräder an. Stinkmale. Iron Gear Wheels, richtig? Richtig. Die waren in der Liste gerade auch recht häufig drin. Ist er da? Ist er da? Okay. Das sieht doch schon mal wesentlich übersichtlich aus. Kann ich noch irgendwo schummeln? Ne, der Rest sind Yoki-Sachen, außer einer Fabrik. Ich könnte die Batterieblöcke irgendwo rausfriemeln. Das sind nicht die Batterien, das sind andere Batterien. Die hatte ich aber, glaube ich, auch automatisiert. Also mit diesen leeren Zellen und dann den gefüllten Zellen und so. Irgendwo hier? Nö, hier habe ich Raketen. Haben wir noch genug Platz? Boah, schaut gut aus. Hier. Die da hätte ich gerne. Zack. Nochmal abbrechen. Nochmal bauen. Viel besser. Okay. Aber wir werden davon wahrscheinlich noch ein paar mehr brauchen. Stopp. Kann ich dich in einer Fabrik herstellen? Da. Kann ich ein Leit... Ja. Okay. Göttermodule da rein. Abbrechen. Wir müssen das unbedingt in der Fabrik bauen. Weil den kann ich quasi sicherstellen, dass da... Kein bisschen übertrieben oder so. Das ist Exploiting, wie es im Buch steht. Wir sind bei Productivity 300%. Gucken wir mal jetzt. Achso, das ging nicht, ne? Können wir so die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, super. Also wir stehen jetzt gleich ganz, ganz schnell. Ein Leica-Gate her. Du brauchst davon welche? Alien Infuser und UPS Spin Wheel. Okay. Flywheel oder Spin Wheel? Flywheel. Okay. Wie komme ich auf Spin Wheel? Zu viel im Fitnesscenter gewesen früher. Da. Also, ich baue jetzt schon mal zwei, damit wir mehr von denen auf einmal bauen können. Das andere war ein Alien Infuser. Was ist ein Alien Crystal Akku? Nein. Hier sind die ganzen Stromgewinnungssachen. Das wird wieder was anderes sein. Boiler. Be rich and show this. Yay. Das muss irgendwie sein. Modified Substation. Huh. Supply Area 20x20. Exchanges Copper with Gold Silver Wire. Akku. Hier sind Akkus, da sind Turbinen. Hier sind Batterien. Ich sehe hier nirgendwo Platz. Hier sind Boiler, oder? Ja. Kein Alien Infuser. Underground Tanks, High Pressure Tanks. Ich hätte gerne eine Steuerung F, wo ich nach Sachen suchen kann. Das wäre doch ein richtig schöner Mod. Jetzt muss ich das echt doch... Oh, warte, ich kann... Das Leica Gate einfach bauen und gucken, wie das Symbol nochmal aussieht. Und dann kann ich so direkt hier nachgucken. Geh mal dahin. Alien Infuser sieht aus wie... Irgendein rundes Ding mit dem U-Boot-Periskop oben drauf. Oh, da. Hey. Okay. So viel dazu. Bau davon... Oh Gott. Bau davon zwei Stück. Die anderen runden Dinge da drauf. Weil es gut läuft, haben wir gleich. Ah, jetzt haben wir schon mal. Das ist. Bom. Sind das jetzt vier? Egal, keine Fragen stellen. Wir haben jetzt vier Leica Gates. Mit den vier Leica Gates kann ich jetzt hoffentlich direkt gleich dich bauen. Bricht das komische Ding da ab.
So. 10. Wie funktionierst du jetzt? Zeig mir deine Geheimnisse und so. Bumm. Choose recipe for assembly. Ich... Was ist das Total Raw da unten? 1,4 Roboterläufer? Also das Kampfeinheiten, die man losschicken muss, um das zu bekommen, oder wie? Fraktale? Ich mag Fraktale. Such mal Fraktale. So, da schicken wir nur Unicomp hin und kriegen das zurück. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten, vier Folgen, wenn man immer zwischendurch mit rein berechnet, genau das Falsche gebaut. Also ich habe jetzt das Gebäude gebaut, das man nutzen kann, um Geld auszugeben, um seltenere Sachen zu bekommen. Also ich gebe jetzt Unicomp aus, um dafür tolle neue Sachen zu bekommen. Ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen. Ich wollte tolle Einheiten bekommen, losschicken, um dafür Unicomp zu bekommen. Ja, okay. Bridge and Showbiz, nein. Das ist jetzt ärgerlich. Ammunition, Small Arms, Bioweapons, War Materials. Nee. Menno. Ich denke, ich werde mir da jetzt doch mal reinlesen müssen. Also Yoki, also der Mod-Autor, hatte auch in den Kommentaren schon einmal geschrieben und das genau erklärt. Aber ich habe es mir absichtlich nicht durchgelesen, weil ich das versuchen wollte, selber rauszukommen. Das war ein schwerer Fehler. Definitiv ein schwerer Fehler. Also ich könnte jetzt auf jeden Fall schon mal Unicomp eintauschen gegen diese ganzen Sachen. Und diese Sachen sind wichtig für extra Gebäude. Zum Beispiel dieses Teil hier. Das braucht Katalex. Und die einzige Möglichkeit, an Katalex ranzukommen, ist hiermit. Aber ich wollte doch Dinge töten und Planeten übernehmen und so weiter. Ich wollte keine tolleren Ressourcen haben, um tollere Gebäude zu bauen. Was ist hiermit? Oh. Zweimal Unicomp für Brain Parasit. Ich glaube, das ist doch das richtige Gebäude gewesen. Oh, schick mal Brain Parasits da rein. Und guck mal, was passiert. Wir sind ja ganz am anderen Ende der Anlage. Ich hätte das hier aufbauen sollen. Ja, bau es einfach hier auf. Wir haben ja gleich zig Stück davon bekommen. Da. Können wir sie einfach direkt gegenüber bauen? Machen wir das weg. Tu es mal dahin. Und du schickst jetzt mal die Brain Parasiten weg und kriegst dafür Unicorn, richtig? Werden die dabei verbraucht? Achso, 9 Stück. Was passiert jetzt? Ein Block wird auf den Boden gelegt. Sehr schön. Also es sieht so aus, als wenn sie verbraucht werden würden. Und dafür verliere ich Biomasse. Also ich tausche jetzt gerade Biomasse und Combat Training Units gegen Unicomp Blöcke. Und zwar nicht sonderlich viele. Ja, 2 Unicomp Blöcke. Also ja, man müsste da nicht so eine riesen Anlage hier bauen. Ich denke, das wäre primär interessant, wenn man mit begrenzten Ressourcen arbeitet. Also momentan haben wir diese Felder hier und die haben alle einen Prozentwert. Und selbst bei nur 10% Leistung kommt immer noch genug raus. Vor allem, wenn man mit riesen Drills arbeitet, mit Göttermodulen drin. Sogar schlechte Göttermodule, aber ne? Also wir haben null Ressourcenprobleme. Dafür wäre das Handeln dann wirklich wichtig. Also allgemein... Yoki ist ein super Mod, der hat tierisch viele Sachen drin. Aber irgendwie durch die ganzen anderen Mods ist er ein bisschen sinnfrei, was das angeht. Und das recht schade ist, weil er so viel Arbeit da reinsteckt. Also wenn ihr Yoki mal spielen wollt, dann würde ich euch anraten, komplett auf alle anderen Mods zu verzichten. Weil sonst geht da zu viel bei verloren. Das habt ihr gesehen, wie ich das jetzt genutzt habe. Ich habe das zwar zwischendurch gemacht, aber ich konnte so viele Schleichwege gehen, um da abzukürzen. Wie zum Beispiel hier die Void Pipes und so weiter. Dass das ganze Balancing vollkommen für den Arsch ist. Aber das war ja sowieso der Plan bei diesem Mod-Paket.
von vornherein, weil ich wusste, es sind so dermaßen viele Mods, das wird total überpowered sein. Aber ich wollte mal gucken, was man damit alles so für Unsinn anstellen kann und ja, man kann sehr viel Unsinn damit anstellen. Jetzt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, wie wir weitermachen. Also gefühlt für mich gibt es nicht mehr wirklich viel zu tun. Klar kann man noch irgendwas Abgefahrenes immer bauen, aber nee, bin ich gerade nicht so sehr hinterher. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas diese Staffel sehen wollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Und ich warte dann so lange, bis Antworten von euch reintrudeln und dann schauen wir mal, was wir noch so bauen oder ähnliches können. Weil jetzt die Sachen auf Rot bringen ist zwar schön und gut, aber es ist nur eine Zahl, die wir dann mehr haben. Dann ist unser Puffer nicht 500 Gigajoule, sondern 590 oder so. Und auch was die Automatisierung angeht, könnten wir noch wesentlich mehr automatisieren. Aber wozu? Wir haben schon fast alle seine Gebäude gebaut. Also lasst euch was einfallen oder auch nicht. Und wir sehen uns dann bei den anderen Videos. Bye bye.